Aber wir haben ein richtiges Problem, Barakallahu fikum, heute unter den Muslimen. Das geht um Probleme in der Ehe und um Scheidung. Und subhanallah, wenn die Muslime heute Probleme in der Ehe haben, dann eigentlich normal, selbstverständlich, die sollen ihre Probleme nach den islamischen Regeln lösen. Und wenn sie selber nicht wissen, dann holen sie eine Person von seiner Familie, eine Person von ihrer Familie und dann versuchen sie eine Lösung zu finden. Sie gehen zu einem Imam, sie gehen zu einem Alim, zu jemandem, der Ahnung hat und der versucht, es zwischen ihnen zu schlichten. Aber meistens klappt es nicht. Und am Ende, was passiert? Da geht man, wal'iyadu billah, und macht man Anzeigen gegeneinander. Und diese Anzeigen sind meistens gelogen und voller Lüge, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Eine Frau schreibt dann, er wollte mich vergewaltigen. Dein Mann wollte dich vergewaltigen. Und das wird von bestimmten Gruppen, von Frauen, von Vereinen beigebracht. Es gibt so wie eine Tabelle. Du sollst das sagen, du sollst das sagen, du sollst das sagen, du sollst das machen, du sollst das machen. Und die machen nur es bei den Muslimen. Und einige Frauen, die gehen und die machen das. Es gibt natürlich umgekehrt auch einige Männer, die das machen. Eine Schwester hat mich angerufen, weil sie Scheidung haben wollte mit einem Mann, der die ganze Zeit Alkohol trinkt, der schlägt sie und der betet nicht, der hat mit Religion nichts zu tun. Und als sie Scheidung haben wollte, dann hat er geschrieben an Jugendamt und an Gericht, dass diese Frau, die wäre von ISIS, die wäre Salafistin, die wäre extrem in der Religion, damit er nur die Kinder bekommt. Diese Person fürchtet Allah nicht. Und das ist das Problem heute, dass du siehst, dass eine Muslima und ein Muslim, die haben geheiratet und die haben miteinander gelebt und die waren miteinander intim und die haben voneinander das gesehen, was die Mutter und Vater von ihnen nicht gesehen haben. Und am Ende, wenn sie streiten, dann landet der Streit beim Gerichten. Wenn man auch die Wahrheit sagen würde, dann hätte man verstanden. Aber meistens sagt man nicht die Wahrheit. Dann lügt man. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wer leidet am Ende? Die Kinder. Die Kinder. Es gibt hier zwei Probleme, liebe Muslime. Einmal bei Sorgerecht. Und einmal bei Scheidung. Wir verstehen und wir wissen, bei uns Muslime, man darf nicht eine Frau zwingen, mit einem Mann zu leben, wenn sie mit ihm nicht leben will. Und man darf auch einen Mann nicht zwingen, mit einer Frau zu leben, wenn er sie nicht haben will. Aber wie man am Anfang mit Gutem zusammengekommen ist, dann könnte man auch am Ende auch auseinandergehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Lösungen gegeben. Wir haben Scheidung. Wenn die Scheidung nicht klappt, dann kann die Frau Khul' beantragen. Wenn die Khul' nicht geht, aber Khul' gibt dem Mann. Nicht, dass jemand am Telefon das macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann, drittens, gibt es die Möglichkeit, dass ein Richter, ein muslimischer Richter zwischen ihnen richtet in der islamischen Ehe. Wir reden von der islamischen Ehe. Aber was machen die Leute heute? Die machen das nicht. Und dann gehen sie zu den Kuffar, damit sie dort mehr Rechte bekommen oder mehr Privilegien bekommen. Und die vergessen, diese Handlung ist Kuffar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Damit man versteht, nicht dass man falsch versteht. Du bekommst nach den Regeln des Islam etwas. Aber weil du damit nicht einverstanden bist, deshalb gehst du zu Kuffar, damit du mehr bekommst, als was du bekommst im Islam. Das ist genau, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht mit dem urteilt, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, das sind das Al-Kafirun. Soll man verstehen, weil einige Leute denken, die Sache ist einfach. Eine Frau geht und sagt, ja, der wollte mich vergewaltigen, der hat mich geschlagen, der hat die Kinder geschlagen, der macht das und das, alles gelogen. Weil ein Scheitan von diesen Gruppierungen, die gegen den Islam sind. Es gibt hier Vereine in Leipzig, die ersten, als sie Demo vor der Moschee gemacht haben, der erste Verein, der da war, das war von diesen Frauen. Und was machen unsere muslimischen Frauen? Die gehen zu diesen Leuten, damit sie von ihnen diesen Katalog bekommen. Sag das, schreib das, sag das, sag das, sag das, gelogen. Oder die Männer.
Fürchtet Allah, liebe Muslime. Fürchtet Allah, was ist los? Und dass du diese Sache unter den Muslimen siehst, die beten und die reden von der Religion, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen in solchen Themen. Wo bleibt unsere Religion? Wo bleibt, dass wir im Herzen Taqwa haben, Gottesfurcht? Wo bleibt, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht? Subhanahu wa ta'ala. Was ist das von Benehmen? Was sind das von Akhlaq? Wala hawla wala quwwata illa billah. Jeder von ihnen macht dir einen Vortrag. Vortrag macht er. Über Gottesfurcht und wie man sein sollte, Gerechtigkeit und man sollte auf dem richtigen Weg sein. Aber in der Praktizierung total was anderes. Deshalb aufpassen. Ja, im Islam gibt es die Möglichkeit, Scheidung zu bekommen oder Khul'a zu bekommen oder dass der Richter den Vertrag ungültig spricht. Aber auf dem richtigen Weg mit Wahrheit. Und nicht mit Lügen. Einige kommen zu uns hier in der Moschee, damit sie sich in ihnen schlichten. Und dann machen wir eine Lösung. Und dann nach ein paar Tagen bekomme ich Brief. Von wem? Vom Gericht. Du bist eingeladen, dass du Zeuge machst, weil die Frau gesagt hat, der wollte das und das und das mit ihr machen. A'udhu billah. Und du hast mit ihnen schon abgemacht. Und wir haben schon alles geregelt. Aber weil der Shaitan stärker ist, dann macht man sowas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Von der anderen Seite, eine Frau kommt und ein Mann, und die haben ein Problem. Der Mann sagt, die Frau ist Lügnerin, die Frau betrügt, die Frau macht. Okay, dann lass dich scheiden. Nein. Subhanallah. Wenn die Frau so schlecht ist, warum bleibst du mit ihr? Wo ist deine Ehre als Mann? Und von der anderen Seite, die Frau macht auch ihm Probleme. Um was geht es am Ende? Im Dunya? Um Müll, Dunya, wäre die Dunya etwas bei Allah subhanahu wa ta'ala? Kostete diese Dunya bei Allah? Hat diese Dunya Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala? Dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala kein Kafir einen Schluck Wasser gegeben. Aber weil diese Dunya nichts ist. Aber wenn die meisten Leute, die suchen nach Dunya, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Fürchtet Allah, liebe Muslime. Und ihr müsst wissen, wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und heute hast du etwas gemacht. Vielleicht nach 15 Jahren vergisst du, was du heute von Unrecht getan hast. Dann nach 15 Jahren bekommst du eine Strafe von Allah. Du sagst ja, was habe ich getan? Was habe ich geleistet? Doch, du hast vor 15 Jahren jemanden Unrecht getan. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles schreiben lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, derjenige, der Unrecht tut in dieser Dunya, der wird auch in dieser Dunya vergolten, was er getan hat.